Ich habe 700 Filmstreifen entdeckt mit eindeutigem Material eines Priesters aus dem Bistum. Was soll ich dir noch sagen, dass auch dem Letzten klar wird, dass da was zu tun ist gerade? Wen muss ich denn noch wachrütteln in Trier? Steffen Dillinger fühlt sich alleine gelassen mit dem, was er im Haus seines Onkels Edmund Dillinger im saarländischen Friedrichsthal vorfand. Im Herbst verstarb der katholische Priester des Bistums Trier, der 20 Jahre lang auch als Religionslehrer in Saarlouis gearbeitet hatte. Seinem Neffen hinterließ er auf 3 Etagen Unglaubliches. Tausende Fotos von Jugendlichen und jungen Erwachsenen, sagt er, die offenbar jahrzehntelangen Missbrauch dokumentieren. Aufgrund der Musterung der Tapete und der ganzen Bilder kann man hier ganz gut Tatorte zuordnen. Er hat als junger Priester Pfadfinder begleitet in Zeltlager. Hier in diesem Haus habe ich erst Hinweise auf Übergriffe in der späteren Phase. Ne? Also, dann sind die Personen auch erwachsen. Es geht schon in den Bereich Vergewaltigung. Einige Stipendiaten, die ja über die Afrika-Hilfe von ihm nach Europa geholt worden sind, kannte ich ja auch persönlich. Wegen des vorgefundenen Materials wendet er sich Anfang April an Polizei und Staatsanwaltschaft. Antwort: Man ermittle nicht gegen Verstorbene. Daraufhin nimmt er Kontakt zum Trierer Bischof Stefan Ackermann auf. Der wiederum verweist ihn an Gerhard Robbers, der Vorsitzende einer unabhängigen Kommission ist, die den sexuellen Missbrauch im Bistum Trier aufklären soll. Im Interview erfahren wir, wie der Bischof lehnt auch Robbers, ehemals Justizminister in Rheinland-Pfalz, die Annahme des Materials ab. Ich habe ihm geraten, zur Staatsanwaltschaft zu gehen. Ich habe ihm geraten, sich genau kundig zu machen mit Experten, Rechtsrat, wie er sich hier verhalten kann. Warum haben Sie ihm geraten, zur Staatsanwaltschaft zu gehen und haben ihm nicht angeboten, wir gehen gemeinsam zur Staatsanwaltschaft? Weil Sie haben ja ein Amt auch mitzubringen. Es ist die Verantwortung von Herrn Dillinger, sich rechtmäßig zu verhalten. Wir als Kommission haben Aufarbeitungsarbeit im Bereich sexuellen Unrechts zu leisten. Wir sind keine Rechtsberatungsstelle. Das Problem für Dillinger: Er bleibt weiterhin im Besitz dieses Materials und macht sich dabei möglicherweise strafbar. Die Staatsanwaltschaft nimmt es nicht an, weil sie sich nicht zuständig sieht, da der Täter verstorben ist. Und die Aufklärungskommission verweigert die Annahme, um nicht selbst straffällig zu werden. Eine absurde Situation. Das rheinland-pfälzische Justizministerium zeigt sich für eine Neuregelung offen. Aber die Forderung nach einer strafbefreienden Übergabemöglichkeit von kinderpornografischem Material nicht nur an die Strafverfolgungsbehörden, sondern auch an eine Aufarbeitungskommission oder dergleichen, ist bislang von diesen staatlich unabhängigen Institutionen noch nicht geäußert worden. Die Leidtragenden sind die möglichen Opfer, die weiter auf Aufklärung und Entschädigung warten müssen. Und Dillinger, der sich vor allem von der Aufklärungskommission im Stich gelassen fühlt. Aus meiner Sicht hat da die Kommission überhaupt nicht die Funktion, da professionell zu unterstützen an der Stelle. Und da frage ich mich halt wirklich, ob der Name Aufklärungskommission weise gewählt ist. Betroffenenverbände fordern sogar den Rücktritt von Kommissionschef Robbers. Derweil hat Bischof Ackermann seine Stellvertreter, den Generalvikar, als zusätzliche Unterstützung eingesetzt. Das alles macht die Missbrauchsinitiative MISBIT fassungslos. Eigentlich muss man das jetzt vollkommen aus den Händen der Kirche nehmen, dass man jetzt den Generalvikar hier als Chefermittler einsetzt. Also man hat scheinbar seit 2010 nichts gelernt. Also die Kirche will sich nach wie vor selbst aufklären, kann es nicht. Das muss in unabhängige Hände. Im Interview mit uns kann der Trierer Bischof Ackermann die Kritik nicht nachvollziehen. Die Aufarbeitung von sexuellem Missbrauch solle weiterhin im Rahmen der Kirche geschehen. Ich glaube, dass das Bistum glaubwürdig ist in dieser Frage, weil es sich schon zeigt, dass wir auf der einen Seite sofort reagieren, ich habe das getan, die Dinge annehmen und dann auch versuchen, einen Weg zu finden. Und da braucht es wirklich alle Kräfte, die da zusammenwirken. Das mag im Moment unkoordiniert aussehen, aber das ist eben dem geschuldet, was an Informationen kommt.
Zu diesen Informationen gehört auch ein ungeheuerlicher Verdacht, den der Chef der Aufklärungskommission Robbers im SWR äußerte. Er spricht von vagen Hinweisen auf einen Kinderschänderring. Auf welche Belege stützt er sich? Wir fragen nach. Meine Informationen sind Hinweise aus möglicherweise existierenden Tagebüchern, die Edmund Dillinger geführt hat. Dort sollen Namen und Zeiten drinstehen. Namen eben nicht nur von Kindern und Jugendlichen, die sexuelle Gewalt erfahren haben, sondern auch Namen von Personen, die nach dem jetzigen Dafürhalten Mittäter sein könnten. Und eventuell noch leben. Denn dann müsste die Staatsanwaltschaft Saarbrücken Ermittlungen aufnehmen. Die prüft derzeit und schreibt auf SWR-Anfrage: Die von Ihnen wiedergegebene Äußerung fließt ebenfalls in die Prüfung, ob ein förmliches Ermittlungsverfahren einzuleiten ist, ein. Gibt es im Dillinger Nachlass Hinweise auf andere Täter, gar auf organisierten Missbrauch? Bei Steffen Dillinger jedenfalls melden sich seit dem Wochenende mutmaßliche Opfer seines Onkels. Für sie wünscht er sich nur eines, dass ihnen endlich Gerechtigkeit widerfährt. Dazu ist jetzt aus Frankfurt der Kirchenrechtler Professor Thomas Schüller zugeschaltet. Hallo, Herr Schüller. Guten Abend. Herr Schüller, es ist irgendwie absurd. Niemand will dieses Material haben, die Polizei nicht, die Staatsanwaltschaft nicht. Dem Neffen wird noch gesagt, dass er sich möglicherweise selbst strafbar macht, wenn er das Material behält. Wer nimmt sich denn jetzt dieser Sache an? Wie wird denn das dann aufgeklärt? Also wichtig hier ist ganz entscheidendes Beweismaterial vorliegend. Das bedeutet, man kann vielen Opfern, die ja wahrscheinlich jetzt zwischen 40 und 60 Jahren sind, damit helfen, auch was ihre Entschädigung angeht. Und die Aufgabe des Bistums bzw. der unabhängigen Aufarbeitungskommission wäre es gewesen, ungeachtet der strafrechtlichen Rechtslage, zur Staatsanwaltschaft mit dem Neffen zu gehen, zusammen mit dem Neffen auch zur Kriminalpolizei zu gehen, um nach Wegen zu schauen, dass dieses Material rechtssicher, ohne dass sich jemand strafbar macht, untersuchen zu können. Es gab ja auch eine vage Andeutung von dem Vorsitzenden dieser unabhängigen Aufarbeitungskommission des Bistums Gerhard Robbers, dass es möglicherweise einen Kinderschänderring geben könnte. Es gibt ein Büchlein mit Namen. Halten Sie das durchaus für möglich? Das würde ja dann bedeuten, dass jetzt dieses Beweismaterial auch für mögliche andere Täter gesichert werden müsste. Es gibt diese Hinweise wohl aus den Tagebüchern. Es gibt auch andere Hinweise von weiteren Zeugen, auch aus dem südwestdeutschen Bereich, auch aus Südafrika. Das hat eine gewisse Plausibilität. Und dementsprechend wäre die Untersuchung, die eingehende Untersuchung nicht nur des Bildmaterials, sondern auch der Tagebücher und des weiteren Materials unbedingt notwendig, um vielleicht auch noch lebende Täter, die eventuell in Deutschland oder in der Schweiz leben, zu identifizieren. Also man sieht, das Material, was der Neffe gefunden hat, ist sehr wichtig und man darf damit nicht sorglos umgehen. Glauben Sie denn, dass es diese Dimension haben könnte, dass da noch weitere Täter mitgemacht haben? Also es gibt zumindest Hinweise, dass es ja eine Verbindung nach Südafrika gibt. Der will das Bistum auch nachgehen. Das wird natürlich über die vielen Kilometer sehr schwierig sein. Diesen Hinweisen ist nachzugehen und das spricht dann doch dafür, dass es mehr Leute gibt, die vielleicht über diese Aktivitäten des pädophilen Priesters, der jetzt verstorben ist, Bescheid wissen. Da wäre es jetzt auch ganz wichtig, dass die Staatsanwaltschaft in Saarbrücken, die ja wohl federführend zuständig ist vom Wohnsitz her, auch die Ermittlungen aufnimmt. Das wurde angekündigt. Ich glaube, dass dieser Fall noch einen großen Ausmaß annehmen wird und dass wir noch viele schreckliche Details erfahren werden. Ja, es gibt ja erstmals eben auch richtige Belege durch Fotos über Jahrzehnte. Sie sprachen die Internationalität an und Sie sagten möglicherweise eine größere Dimension. Ist das so, dass dieser Fall wirklich ein noch nie dagewesener Fall sein könnte? Nicht da gewesen, würde ich nicht sagen. Es gibt immer schon Täter, die zwischen Ländern hin und her gereist sind und die auch ein Netz von Komplizen haben. Das ist nicht ganz so neu, aber vielleicht haben wir hier einen Fall aus Deutschland, in dem das so vorliegt. Umso mehr ist es wichtig, dass auch der Bischof, die katholische Kirche ist ja eine sehr international aufgebaute Kirche, auch mit der Ordensgemeinschaft in Südafrika, auch mit dem zuständigen Bischof in Südafrika redet und versucht, auch vor Ort noch Informationen zu sammeln. Es ist ein schrecklicher Fall.
Es ist deswegen auch so schrecklich, weil ja das Bistum Trier schon seit 1971 um diese pädophile Neigung wusste und bis 2012 die Sache verdrängt und vertuscht hat und auch nach 2012 einige richtige Schritte begangen hat, aber nicht den Fall aufgeklärt hat und jetzt sehr kopflos anfängt, überhaupt Informationen zu sammeln. Das ist das typische Verhalten in diesem Bistum. Man geht erstmal nicht sachgerecht mit dem Thema um und dann fängt man irgendwann, wenn der mediale Druck zu groß ist, an zu reagieren. Das ist kein professionelles Verhalten. Auch nicht durch diese unabhängige Aufarbeitungskommission des Bistums? Die gehen schon nach Recht und Gesetz vor. Sie haben ja einen prominenten Vorsitzenden, Professor Robbers, ein anerkannter Jurist. Er ist natürlich juristisch korrekt vorgegangen, indem er die Strafbarkeit des Besitzes von kinderpornografischem Material genannt hat. Aber er hat ja den Eindruck scheinbar erweckt, zumindest ist das so beim Neffen angekommen, die andere Alternative wäre die Vernichtung des Materials. Das steht so im Gesetz. Ein kluger Vorsitzender hätte mit dem Neffen zusammen versucht, ihn zu begleiten, nochmal zur Polizei, zur Staatsanwaltschaft zu gehen, um mit diesen staatlichen Institutionen einen Weg zu finden, zum Beispiel mit dem Hinweis auf eine historische Untersuchung, die notwendig ist, um dieses Material zu sichern. Man kann juristisch bewandert sein, aber es gehört zum Vorsitz einer unabhängigen Aufarbeitungskommission auch eine menschliche Klugheit zu besitzen. Das scheint in diesem Fall nicht gegeben zu sein und ich verstehe die Rücktrittsforderung von Misbit und auch von der unabhängigen Beauftragten der Bundesregierung, Frau Klaus, die heute gesagt hat, das Verhalten des Vorsitzenden sei inakzeptabel und sie sei entsetzt, wie nicht sachgerecht der Vorsitzende mit diesem schwierigen Befund umgegangen sei. Eine eindeutige Kritik. Herr Schüller, ich danke Ihnen für das Gespräch.